Jetzt werden die Seitenvorträge für das Sachkonto gebucht. Wir gehen auf Buchen erfassen und suchen uns da bitte Stapelbuchen, nicht Dialogbuchen aus. Klicken drauf. Wir sind jetzt in der Buchungsmaske. Wir befinden uns im Jahr 2011. Und jetzt geben wir hier das Datum ein. Wir buchen zum 31.12.2011. Periode 12 bleibt. Belegnummernkreis suchen wir uns das Kürzel SV aus und ist die erste Nummer. Buchungstext ist SV Kasse. In der Kasse sind 2250 Euro. So, und jetzt müssen wir die Soll- und den Haben-Konten eintragen. Unsere Kasse ist im Plus, also im Soll. Kasse hat, wenn ich es nicht weiß, gebe ich Kasse ein, die 1000 an 9000. 9000 sind Saldenvorträge, Sachkonto, keine Steuer und dann auf Buchen. Datum bleibt bestehen. Nummer 2, wieder SV und diesmal Eigenkapital. Und unser Eigenkapital ist 50.000. Das ist im Soll, ist das die 9.000, also die Seitenvorträge Sachkonto. Und das Konto Eigenkapital heißt hier nicht so. Das heißt gezeichnetes Kapital. Gezeichnetes Kapital. Wenn Sie die ersten vier Buchstaben eingeben, sehen Sie, ist das Konto 800. Keine Steuer und buchen. Das nächste ist die Nummer 3 und heißt BGA. Was die Geschäftsausstattung bedeutet. Das Konto hat 125.000. So, und jetzt suchen wir mal das Konto Geschäftsausstattung. Und jetzt müssen wir ein bisschen runterscrollen. Ist das Konto 410 an 9.000? Keine Steuer. Buchen. Jetzt kommen wir zum vierten. Das ist SV Deutsche Bank. Auf dem Konto sind 126.292,75. Unser Bankkonto ist im Plus. Wir könnten jetzt Deutsche Bank eingeben, sollte er finden. Da ist unser Deutsche Bankkonto 4711 an 9000. Und dann buchen. Das fünfte ist ein Darlehen. Wir bekommen haben 4 Jahre. Und es sind noch zu zahlen 300.000. Das Sollkonto sind 9.000 wieder. Und das Gegenkonto geben wir mal Darlehen ein. Finden wir eine ganze Menge. Anders machen wir es mal so. Wir haben Verbindlichkeiten, also wir gehen mal über das Verbindlichkeit suchen. Und da gibt es jetzt Verbindlichkeiten gegenüber das Kreditinstitut. Und wir haben 4 Jahre noch zu laufen, also ist es die 640.
keine Steuern buchen. Jetzt haben wir noch die PKWs. Ist die sechste Buchung. SV PKW. Fünfundfünfzig. Jetzt suchen wir das PKW-Konto raus. Wir geben einfach mal PKW ein. Und da haben Sie schon das richtige Konto 320 an 9000. Buchen. Und die siebte und letzte Buchung ist LKW. SV LKW. Fünfundsiebzigtausend. Und es gibt auch das Konto LKW. Sehen Sie da 350 an 9000. Keine Steuern buchen. So, wir haben jetzt die sieben Buchungen erledigt. Und ich sehe hier gerade bei meiner fünften Buchung, dass hier vergessen wurde, im Buchungstext SV einzugeben. Wenn ich jetzt im Stapel buchen muss, ist das kein Problem. Ich sage SV. Darlehen macht davor, klicke hier einmal auf Buchen. Er fragt, ob wir die Buchung ändern wollen. Ja. Buchung ist geändert. Sie wird automatisch hier am Ende hingepackt. Wenn ich die richtige Reihenfolge wieder haben will, kann ich hier auf Buchungsnummer klicken und da sind alle Buchungsnummern in der richtigen Reihenfolge. Das war's, Buchen, Sachkonten.